Vielleicht ist das so, vielleicht geht das ja. Man weiß es ja nicht, ne? Und genau. Ja, und ich selber, ich habe dann mal so drüber nachgedacht, was er dann da halt so am gestrigen Abend dann da so erzählt hatte. Da ging es auch unter anderem darum, dass man ja, so wenn man diesen normalen Klönschnack hält, den ich halte, dass man da ja auch seine eigene Meinung mal ein bisschen mit, ja, so einbringen kann, könnte, wie auch immer. Also, ich weiß ja nicht, ich habe ja schon so viele Themen immer durchgejaucht. Ich habe jetzt heute, am heutigen Tage, da wollte ich eigentlich mit Marcel was aufnehmen, habe mich aber nicht so nach Aufnahme gefühlt und so weiter und ja gut, ist dann jetzt halt erstmal verschoben worden. Morgen nehme ich mit Klaus Space Astronomy auf, also morgen heißt für mich, wäre das der 28.10. Da nehmen wir mal wieder ein bisschen Space Astronomy auf und ich wollte heute eigentlich mit Marcel ein bisschen World of Warcraft aufnehmen. Gut, jedenfalls, ich habe dann so ein bisschen mal meine alten Videos durchgeschaut und habe leider Gottes keine dieser alten Mobbing-Folgen mehr gefunden. Also, ich meine gerade so das, was ich immer wieder über dieses ekelhafte Thema Mobbing anspreche, ne? Da könnt ihr euch sicher sein, in vielen Faktoren, also ich bin zeitweise auch ein ganz schön krasses Mobbing-Opfer gewesen. Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Also ich habe während meiner Schulzeit habe ich es nicht immer leicht gehabt. Ich habe es viel leicht gehabt, weil ich habe mich zur Wehr gesetzt. Und ja, ich sag mal so, ich kam zeitweise eigentlich immer mit den richtigen Leuten klar. Nur irgendwie ist mir jetzt so in letzter Zeit, und da muss ich mal was Privates aufgreifen, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ja, diese Vergangenheit einen tatsächlich einholen kann, Leute. Und das mit über 30. Mit über 30 kann einen plötzlich diese Vergangenheit wieder einholen. Und dann kann es, da man ja schon ein bisschen älter ist, da kann das dann halt plötzlich richtig Probleme geben. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Ist aber tatsächlich so. Also ich habe festgestellt, das hat bei mir privat ganz schön das Leben erstmal vorübergehend durcheinander gewirbelt. Also auch insbesondere, was so das Zusammenleben zwischen der Juden, Trivolotta und mir anging. Also da gab es auch erstmal so ein bisschen, ich will nicht sagen böses Blut, aber wir hatten ein paar kleine Meinungsverschiedenheiten. Ein paar mehr, sage ich mal so. Ne? Weil das ist so ein Punkt. Wann weißt du eigentlich, dass du einen Kumpel hast? Wann weißt du, dass du einen Freund hast? Oder wann weißt du, dass du einen Heuchler neben dir stehen hast? Wann weißt du das? Du weißt es dann, wenn es zu spät ist. Meistens ist es so. Meistens weißt du auch erst nach 10 Jahren oder nach 5 Jahren, dass der, der neben dir die letzten Jahre gestanden hat, eigentlich ein übelster Heuchler ist. Dann passiert irgendwas. Dann hast du vielleicht Funkstille vereinbart oder hast halt gesagt so, also du hast es für dich vereinbart so und hast dir gesagt, nö, mache ich jetzt erstmal nicht mehr. Dann hat dieser jemand aber ein Problem und kommt ganz kleinlaut wieder in deine Kreise zurück, weil du bist ja noch nach wie vor in den anderen Kreisen. Ja, und dann spricht man sich halt mal so 10 Minuten ein bisschen aus und dann ist die Sache in Ordnung und dann ist die Sache auch wieder gegessen irgendwo. Also ich bin ja nur auch nicht unbedingt so, es kommt drauf an, was man mir getan hat, aber ich bin nicht so unbedingt der nachtragendste Mensch. Nicht unbedingt. Ich bin zwar sehr nachtragend, aber nicht über einen gewissen oder nicht über einen größeren Zeitraum. Also ich denke auch immer, oder was heißt ich denke nicht, das ist falsch. Ich bin auch so ein Typ, wenn ich mit irgendeinem Stress oder Streit oder sonstiges hatte und der kommt gleich bei mir an und das war jetzt irgendwas, was für mich persönlich irgendwie gravierend war und der kommt gleich bei mir an, ist die Sache in Ordnung. Also, nee, dann ist die Sache nicht in Ordnung, sondern ist die Sache, dann ist die Sache auf Never Come Back im Arsch. Also da muss ich wirklich sagen, da habe ich so eine Charakterschwäche, es ist ekelhaft, aber das bin ich halt und naja, so bin ich halt. Ja, also das ist halt nicht immer schön, aber gut, was soll man machen? That's life, that's me, that's the Trivolo, here I am. Oder so ähnlich. So, Viertelstunde ist um, erste Viertelstunde Aufnahmesession als meine Rauchen. Ja, und es gab halt schon viele Leute, die diesen Fehler gemacht haben und das gleich sofort und instant mit mir klären wollten. Mit den Leuten rede ich heute kein Wort mehr.
Also hat es auch schon gegeben. Wie gesagt, ist nicht immer unbedingt die feine Art, aber ich kann dann auch mal anders werden. Und ich sage den Leuten einmal, gib mir dann mal Zeit oder lass mich in Ruhe. Ich bin auch meistens so, ich bin auch so von diesem alten Schlag irgendwo. Ja, wobei Schlag ist das richtige Wort. Ich gehöre noch so zu diesen Typen, weißt du. Du kannst dich mit deinen besten Kumpels, kannst du dich auch mal hauen oder mal in den Flicken haben. Nur dann wird halt mal kurzerhand, ja, auch wenn es mal handgreiflich werden sollte, ja, dann gibt es halt mal links, rechts was an eine Batterie und an eine Backen. Aber danach muss die Sache in Ordnung sein. Und dann lässt man das auf sich beruhen. Man geht sich dann vielleicht auch mal so 2, 3, 5, 6 Tage aus dem Weg. Oder meinetwegen auch einen Monat oder so. Geht man sich einfach mal konsequent aus dem Weg. Aber dann muss die Sache ja auch irgendwie wieder bereinigt sein. Ich meine, man hatte jetzt irgendwie was, ne? Man hatte jetzt irgendwas, was jetzt mal so in der Freundschaft nicht ganz richtig lief. Vielleicht ein Wort, ein Satz, eine Tat, was auch immer. Irgendwas hat einem von beiden gestunken. Meine Güte, und da muss man dann auch einfach mal sagen, so, lass mal 5 gerade sein und Sache ist in Ordnung. Na, also, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit Marcel in den Flicken hätte, ne, als Beispiel, und Marcel und ich würden uns einfach mal tierischen Gong geben. Nach 2 Wochen könnte ich wieder ganz normal mit Marcel reden, als wenn dieser Vorfall nie war. Und dabei wäre es mir auch scheißegal, wer jetzt wem zuerst an eine Batterie gehauen hat und wer jetzt am Ende gestanden hat. Das Ganze muss nur fair bleiben. Und das Faire daran ist für mich persönlich, man tritt keinem in die Rippen und man haut auch keinem noch paar an eine Batterie, wenn der schon am Boden liegt. Das macht man einfach nicht. So, wer jetzt Trivolo kennt, kann sich 1 und 1 zusammenrechnen und kann jetzt sich so in etwa überlegen, was passiert ist. Ne? Und wie gesagt, es muss dann aus meiner Sicht hinterher auch einfach dann geklärt sein und dann kann man auch einfach mal wieder miteinander normal reden und dann Wayne. Ne? Nur wenn dann halt solche Dinger kommen wie du liegst am Boden, ich gebe dir nochmal einen ordentlichen Kick in die Rippen, weißt du, dass du da erstmal 4 Wochen lang ziemlich krass eingeschränkt bist bei der Arbeit und du dann erstmal bei der Arbeit so erzählst, so, ja, ich bin da irgendwie so, ne, ich habe da halt was anderes gehabt. Ja, meine Güte, man kann ja nicht gleich sagen, hier, pass mal auf, ne, was macht denn das für einen Eindruck? Ich meine, das wäre natürlich der ehrliche Eindruck, aber was macht das so generell für einen Eindruck? Wo man sagt, ja, ich habe mich hier mal kurz mit jemandem mal gehabt und ja, war dann halt so. So, jedenfalls hat man da jetzt so im Nachgang hat man dann halt gemerkt, manche Leute posten Bilder bei Facebook, ich ändere mich nie und ich bin hier, ne, sowieso der Geilste. Ja, und dieses kleine bisschen Ehre und bla und hast du nicht gesehen, ne? So dieses typische Zeugs und dann kehren sie einem doch den Rücken, wo du dir denn nur so denkst, mhm. Ja, und dann kommen halt noch so andere Dinge raus. Dann kommen diese nicht so schönen Dinge raus. Und da ist jetzt dieser Punkt mit dem Mobbing und dass einem die Vergangenheit auch mal einholen kann. Na, mir wurde zum Beispiel von vielen Leuten nie irgendwas gegönnt. Nie. Es wurde mir einfach nichts gegönnt, nicht das Schwarze unter der Fingernägel. Warum, frage ich mich bis heute, weil ich war eigentlich normal, ich war kein Kind hier irgendwie, das alles in den Arsch gesteckt gekriegt hat oder irgendwas. Meine Eltern waren nicht besonders reich oder so, aber mir wurde einfach nie irgendwie so, ne, mal Glück gegönnt. Das war einfach nicht, ne, und das kommt jetzt irgendwie wieder durch, denn was einige Leute so für Fehler machen, und da kann ich nur sagen, Leute, wenn ihr eine Beziehung habt oder so, das A und O ist reden. Und wenn ihr denn mal irgendwann Stress oder Streit oder sowas durch angehende Freunde habt, hört nicht immer unbedingt auf die Freunde. Man sagt immer viel so, ja, Freundschaft und Frauen und bla. Nee, manchmal ist das eigentlich ganz gut, wenn man doch tatsächlich auf die Frau hört, bevor man irgendwie einen Fehler macht oder so. So, zum Beispiel. Na, das ist diese,
diese Heuchelei der Leute. Ich kann sowas immer nicht verstehen. Ich kann sowas immer nicht nachvollziehen. Wieso Menschen sowas tun? Auf der einen Seite tun sie so ganz freundlich, ich hab da geholfen. Und auf der anderen Seite, nee, da verbauen sie einem dann noch irgendwas. Was auch immer. Ne? Und ich meine, wer handelt denn heutzutage wirklich noch? Und das ist halt so mit diesem Streamer so ein Ding. Wer handelt da denn noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise? Uneigennützig. Da könnt ihr mir doch erzählen, was ihr wollt. Es handeln doch... Scheiße, ich hab keine Fackeln oder was. Hier auch nicht. 9 Stück. Besser als nix hätte ich jetzt gesagt. Uneigennütziges Handeln, das kennt doch heute kaum noch einer. Viele kennen doch nur noch, ich helfe dir jetzt, aber auch nur dann, wenn ich meinen Vorteil aus der Hilfe ziehen kann, früher oder später. Vorhin hatte ich da ein besseres Wort für. Das fällt mir gerade nicht ein. Ha, warte mal. Vorhin hatte ich ein besseres Wort dafür. Wo haben wir denn mein Handy? Da liegt Asche auf dem Handy, das gefällt mir nicht. Gründung. Nächstenliebe. Es handelt keiner aus Nächstenliebe, sondern doch eigentlich fast alle nur noch heutzutage aus Eigennutz. So oder so ähnlich habe ich das vorhin ausgedrückt. Bei den anderen halt hier, als ich da ein bisschen am Schreiben war. So, die Höhle ist mal ausgeleuchtet, Leute. Wir werden hier auch gar nicht so viel erstmal mit rausnehmen, weil hier sehen wir ja, ist noch ein weiterer Zugang zu dieser Höhle. Diesen Zugang können wir vielleicht sogar nutzen für unter die künftige Baumfarm, die halt hierher kommen soll. Whatever.